Jetzt beschäftigen wir uns mal mit mehrdimensionalen Arrays. Und die Beispiele sind halt für den Fall zwei Dimensionen. Normalfall, der Anzahl an Elementen pro Dimension ist identisch. Man hat also so eine sogenannte Matrix. Ich kann das hier folgendermaßen aufführen. Double Matrix, also ich lege hier eine Array-Variable vom Typ Double, zweidimensional an und erzeuge hier ein Array vom Typ Element Typ Double mit zwei Zeilen und drei Spalten. Man kann sich das hier im Speicher so vorstellen. Es wird hier folgender Speicherbereich angelegt für 2x3, also 6 Variablen, 2 Zeilen, 3 Spalten und die Adresse wird dieser Array-Variablen zugewiesen. So, und jetzt kann ich in zwei ineinander geschachtelten Vorschleifen im Prinzip die einzelnen Elemente aufsuchen und damit was machen. Ich durchlaufe hier den Wertebereich der Zeilen Z von 0 bis 1. Ich habe hier zwei Zeilen mit den Indizes 0 und 1. Und innerhalb dieser Zeilen die Spalten, jeweils von S gleich 0 bis 2. 0 bis 2. Und weise den entsprechenden Elementen den Wert Z plus S in diesem Fall mal zu. Dann greife ich zu auf Matrix von Z, S gleich Z plus S. Also wird nacheinander zugegriffen auf Matrix 0, 0, Matrix 0, 1, Matrix 0, 2, Matrix, jetzt ist die innere Schleife beendet, Z wird auf 1 gesetzt, Matrix 1, 0, 1, 1 und 1, 2. Und da wird immer Z plus S berechnet, sodass letztendlich in der Matrix, in diesem Array, sich hinter die Werte 0, 1, 2, 1, 2, 3 verbergen.